Da ist leider keine Cola mehr drin. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu Fallout 4. Wir sind hier im nächsten Part und wir sind hier in Sanctuary. Willkommen im nächsten Part. So rum sollte es sein. Ja, wir sind ja noch in der Fertigungsanlage, aber wir müssen auch mal hier mit ihm sprechen. Echt beruhigend, eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser zu haben. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich nochmal um Hilfe bitte. Unsere Lebensmittelvorräte werden langsam knapp. Wenn wir uns hier niederlassen, müssen wir was anbauen. Na gut, was für Pflanzen braucht ihr denn? Was soll ich denn anpflanzen? Ist eigentlich egal. Kartoffeln, Mutterbeeren, Mais, was auch immer hier wächst. Kein Problem, aber das haben wir ja in der letzten Folge sogar schon gemacht. 90% der Aufgabe haben wir also schon erfüllt. Das ist auf jeden Fall dann schon mal cool. Denn wir haben hier Tatos angepflanzt. Seht ihr das? Lecker, ne? Das sieht doch richtig einladend aus. Total lecker. Ja. Ja, und die weicht mir immer aus, warum auch immer. Geht die jedes Mal weg, wenn ich in die Nähe komme. Naja, gut. So, wir haben wieder ein bisschen Munition für unser Gewehr. Für die Pistole haben wir gar keine Munition. Was brauchen wir denn dafür? Da schauen wir doch direkt mal nach. Und zwar brauchen wir da aber 10 mm. Und für das Scharfschützengewehr 308er. Wir gucken mal im Schrank, ob wir da noch was haben. Was ist das? Tja, ein Kickball. Toll. Oh. Was ist? Ja. Hat der auch noch was für uns? Hallo? Können wir ein paar Sachen tauschen? Ah, er kann Sachen tauschen. Was bekomme ich denn, wenn ich ihm zum Beispiel hier 38er Patronen 100 Stück gebe? Achso, wir können das einfach nur lagern bei dem. Ich hätte mehr tun sollen. Hoffentlich bezahlen die Raider für ihre Taten. Ja, heul nicht rum. Davon wird es auch nicht besser. Ja, wir schauen mal uns, ob wir bla bla bla, Transfer, ob wir hier noch Munition haben. Waffen, Kommune, Munition. Also wir haben zwei Funktionskerne, eine Mini-Atombombe. Die hat gar kein Gewicht, die nehmen wir doch mal mit, denn wir haben doch diese Mega-Wumme. Schade, keine Munition mehr. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir dem... Ich war eine ziemliche Abenteurerin, als ich jung war. Jetzt machen die alten Knochen nicht mehr mit. Jetzt frage ich mich aber, welche Waffe hat denn diese 308er Munition? Und zwar, wir haben doch hier... wo haben wir das denn? Inventar, Kleidung, Hilfsmittel. Diverses. Schrott. Ah, da ganz hinten Munition. Und zwar 38er Patrone. Haben wir ja richtig viel. Und 5 mm Patrone haben wir auch richtig viel. Mini-Atombombe. Machete, Jagdgewehr. 308er. Aha. Dann sollten wir das vielleicht mal auf Favoriten 0 legen. Achso, nee, das ist die 308er, verstehe. Wir haben nichts, was an Waffen, das schauen wir uns nochmal hier an. Und zwar gucke ich mal hier Munition, Waffen. So, Fat Man. Ah, da haben wir noch einen Fat Man. So, zum Beispiel könnten wir uns ja mal diese Impro-Pistole, zumindest eine mitnehmen, weil da haben wir richtig viel Schuss von.
und eine Laserpistole. Und wir könnten auch die Minigun mitnehmen. Ich hoffe, du findest deinen Sohn. So, Waffen. Wo haben wir sie denn? Da ist die Minigun. Die legen wir mal hier drauf. Und das war jetzt falsch. Die legen wir auf gleich. So, das heißt, 0 ist die. Neun, wo ist denn hier das Gleichzeichen? Komisch. Welches Zeichen soll das denn sein? Na gut, man kann. Mach sie nicht übel. Sie verarbeitet den Verlust auf ihre eigene Art. Wunderbar. So können wir das auch machen. Und die Laserpistole. Mach mal kurz Platz. Ich will mal kurz eine Schießübung machen. Ah, okay. Die ist auch nicht schlecht. Alles klar. Ja, dann. Auf geht's. Einmal die Karte öffnen und los zurück nach Lexington. Yeah. Wunderbar. Also wir können verschiedene Arten von Powerrüstung auf einem einzigen Rahmen miteinander kombinieren und Einzelteile modifizieren. Okay, also wir können da eine ultimative Powerrüstung draus basteln. Ich bin mal gespannt, wann die nötig ist. Also jetzt, glaube ich, brauche ich sie noch nicht unbedingt. Aber wir werden bestimmt in Gebiete kommen, wo wir auf jeden Fall mit Powerrüstung... Oh. Wo sind wir denn jetzt hier rausgekommen? So, wir müssen zur Fertigungsanlage in diese Richtung. Ich glaube, ich hoffe mal, dass tagsüber hier nicht so viele Ghule rumlaufen. Hallo, ist hier jemand? Nee, ne? Habt ihr das gehört? Verdammt, hier macht mich alles nervös. Wir packen uns schon... Ach, leeres Kühlmittel. Ich weiß gar nicht, ob wir das hätten nehmen müssen. Oh, was haben wir hier? Klebeband, Silbermedaillon und eine Schere. Ich würde ja gerne... Was ist das? Eine Rüstungswerkbank. Ah, guck mal hier. Eine Powerrüstungsstation. Also hier gibt es auch alles, was das Herz begehrt. So, hier müssen wir ab. Hier müssen wir, glaube ich, wieder aufpassen. Da oben. Ich habe noch 4 Schuss. Und dieser Schuss, der war auf jeden Fall nicht verschwendet. So, da hättest du dich nicht mal so locker über die Brüstung lehnen sollen, mein Freund. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Naja. Alle, die wir vorher schaffen zu eliminieren, machen uns das Leben hier ein bisschen leichter. Wir nehmen mal jetzt erstmal wieder die Laserpistole zur Hand.
Boah, hier gibt es so viel zum Rumschauen, ne? Aber wir kommen hier auf jeden Fall später nochmal hin. Okay. Ist da hinten ist ein Geschütz. Oh oh. So, jetzt muss ich mal gucken. Eine Splittergranate habe ich nur. Wir müssen auf jeden Fall mal abspeichern. Ich will mal schauen, wie weit ich die überhaupt werfen kann. Okay. Wir laden mal kurz den Spielstand. Das war knapp, oder? Noch einen Meter weiter nach vorne. So. Und wir müssten eigentlich genau treffen, oder? Nein! Okay, nochmal. Wir probieren es nochmal. Also, ein Meter weiter nach vorne geht nicht. Noch ein Meter weiter nach vorne. So. Werf! Ha! So, abspeichern. Perfekt. Perfekter Treffer. Okay, gut. Ja, dann wird das wohl unser Eingang sein zur Fertigungsanlage. Hier ist niemand, okay. Oh, Schallplatte Militärstandard. Und ein biometrischer Scanner. Oh, das hat sich ja richtig gelohnt. Richtig coole Sachen dabei. Hier kommen wir leider nicht rein, oder? Ah, doch. Wir sind in der Fertigungsanlage. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass wir diese Tür öffnen können. Okay, dann machen wir jetzt hier auch mal schnell ein Schnellspeichern. Ha, was uns da anlacht. Ein Halloween-Kürbis, sehr schön. Plastikkürbel. Wow, gar nicht mal so schlecht, die Laserwaffe. Klingt inzwischen alles nach Schritten. Boah, hier sind auf jeden Fall einige Leute. Hier sind einige, hier sollten wir... Da ist leider keine Cola mehr drin. Haben wir nicht aufgepasst, verdammt. Und ich lese gerade noch, hä? Entschärfen? Den Holzlöffel müssen wir mitnehmen. Hey, wer ist da? Hey, hier ist keiner. Okay, wir gehen mal da vorne lang, oder? Mann, hier macht mich alles echt mega nervös. Den habe ich ja mal richtig pulverisiert. Ein Billardkö. Ja, okay, brauchen wir alles nicht. So, Gesundheit aufgefüllt. Habt ihr die Schritte auch gehört? Hat sich da einer eine Zigarette angemacht?
hasse es, wenn sie betteln. Entweder du oder ich. Nichts Persönliches. Ach, Mann. Das ist ja nur eine Toilette. Sauberen Abgang. Wo sind die? Die sind alle dahinter in dem anderen Raum. Oh, die Schritte machen mich echt nervös hier, aber... Oder sind die dahinter? Was? Ach, halt mal kurz die Klappe. Ich hab was gehört. Hm? Ja, ist ja ekelhaft hier. Bist du sicher, dass du was gesehen hast? Okay, also hier hinter geht auf jeden Fall die Action ab, oder? Was ist das denn hier für ein Affe? Ist das ein Überwachungsaffe? Wer? Was für ein Psycho-Affe. Okay. Hier können wir abspeichern. So, also ich wage mich mal einfach da rein. Ja, hier ist ja gar keiner. Denk nicht drüber nach. Bleib ruhig. War nicht deine Schuld. Hast getan, was nötig war. Puh. Okay, gucken wir uns erstmal hier drin um. Das muss irgendwann mal ein Ende haben. Wow. Ich hab was gehört. Habt ihr das gehört? Ja, Freunde, wenn ihr das nicht gehört habt, ne, dann seid ihr echt, habt ihr den Job verfehlt. Wer ist da? Ihr habt wegen nichts so einen Alarm gemacht. Naja, ich würde nicht sagen, dass das hier nichts ist. Klingenkorn, okay, das nehmen wir uns mal. Raider-Rüstung nehmen wir uns auch. Oh Mann. Was zum? Hoffentlich sind es nicht wieder wilde Ghule. So, das können wir doch direkt anziehen, oder? Nehmen wir mal hier die Kleidung. Zack. Immer mal wieder in den Griff. Knapp werden. Und wir mehr riskieren müssen. Hallo, wo seid ihr, Freunde? Ich habe euren Freund schon mal zurechtgelegt. Die Waffe gefällt mir. Wow. Die gefällt mir richtig gut. Sie wird sich nervös machen. Schätze, sie hatte recht. Richtig schickes Ding. Oh, was ist das? Fancy Kuchen. Lecker, lecker. Also ich nehme jetzt nicht mehr alles mit. Sonst müssen wir zu oft immer wieder zurück und ich glaube, hier so ein paar Sachen sind wirklich Schrott und die brauchen wir nicht. Lieber einmal mehr als einmal zu wenig gespeichert, oder? Oh, was ist das? Ein Spielzeugauto. So, hier ist jetzt erstmal keiner. Aber das hier, Einkaufskorb, ist wahrscheinlich Metall, oder? Das nehmen wir einfach mit. Jemand da? Nein. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Ihr könnt ruhig wieder gehen. Bist du sicher, dass du was gesehen hast? Hier ist nichts. Die Schüsse, die haben überhaupt nichts zu bedeuten, Freunde. Das ist doch dann... Ah, guck mal hier. Ein Whisky, einen edlen Tropfen, den hätten wir fast übersehen. Oh, hier ist irgendwo ein Teil von... Ach so, das ist der aufgelöste Raider. Blamco Mac and Cheese. Knuspriges Eichhörnchen ein bisschen. Sehr gut. Kleine Babyflasche. Nehmen wir die mal mit. Noch können wir ja ein bisschen tragen.
keiner. Vorsichtig, vorsichtig. Sehr gut. Okay. Überall diese Leichen. Das war nicht so clever, oder? Dieses radioaktive Wasser sollten wir nicht so oft trinken. Jetzt wächst uns noch irgendwo so ein drittes oder viertes oder fünftes oder sechstes Bein. Oh, Glühbirnen, die können wir gut gebrauchen. Und ich hab noch gesagt, bring Glühbirnen mit. Hallo? Ist hier jemand? Na, das ist ja ein cooles Bild. Also da ist keiner, okay. Die Geschütztürme haben sie nicht aufgehalten? Brennt, meine Freunde, brennt. So, ich probiere jetzt mal was aus, weil wenn ich jetzt um die Ecke gucke, müsste der ja auch dahin werfen, oder? Ich wusste es doch. Das habe ich nämlich ausprobiert. Und zwar, ob der gegen die Wand wirft. Und er hat's getan. Was? Na toll. Das war jetzt auch nicht intelligenter. Warum wirft denn der da gegen die Wand? Wir standen doch schon außerhalb der Wand. Okay. Das lade ich nochmal. Das war blöd. Das wollte ich halt mal testen, ob wir... Wer? Wo ist er? Ha! Der eine ist verbrannt und der andere... Ja, so. Ah, hier unten geht's auch noch weiter. Irgendwann wirst du nachladen müssen, Arschloch. Was zum? Ach, da sind noch mehr. Okay, sollen wir erst. Ich brauch Feuerschutz. Hier runter oder da oben lang? Du sollst Spielchen mit mir spielen, was? Wo kam das her? Kam das von unten? Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Nein, nur Feiglinge sind clever. Da oben ist einer. Wenn ich dich erwische, bist du tot. Guckt euch das mal an. Ah ja, war nicht so clever von dir, da vorbeizulaufen. Irgendwo ist ein Automatikgewehr. Ich werde dich finden. Hast Angst? Da bist du ja, du kleiner Bastard. Ich darf nicht sterben. Tja, und da ist ein Kopf geflogen. Oh oh. Oh 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 oh. Jetzt müssen wir... mal ein bisschen vorsichtiger hier. Die sind uns nicht nachgelaufen. Das ist schon mal gut. Hier drüben! Ich glaube, den haben wir erwischt, oder? Ja. Verdammt! Wo kam das denn her? Kann man das jetzt... Das Jet wird dich nervös machen. Schätze, sie hatte recht. Also von hier kann auf jeden Fall nichts mehr kommen. Ich schließe mal die Tür. Haltet die Augen offen. Ich glaube, das Arschloch benutzt einen Stealth Boy. Ein was? Ich benutze keinen Stealth Boy. Aber ich hätte... Oh, so einen Stealth Boy, den hätten wir doch gerne, oder? Wer von euch hätte so einen Stealth Boy denn noch gerne? Auf jeden Fall ich.
Ein sauberes blaues Kleid. Aber das ist Stoff, ne? Das können wir mitnehmen. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Oh ja, ja, hier sind echt viele. Viele, 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 viele Leute drin. Verteilt euch, findet sie! Nichts mehr zu sehen von ihnen. Irgendwas stimmt da nicht. Hey, hey! Lass uns was essen. Ich bin einfach hungern. Du kannst essen, wenn ich sicher bin, dass uns keiner überfällt. Mann, oh Mann, du warst schon immer ein Scheiß-Dickschädel. Du bist noch am Leben, oder nicht? Sei mir lieber dankbar, statt ständig rumzumeckern. Und jetzt halt die Klappe und mach deine Runde fertig. Jetzt komm mal wieder runter. Ich gehe ja schon. Wo ist hier meine Waffe jetzt hin? Ah, da ist er. War gerade ein Anzeigefehler. Waffe weg. So, ich speichere mal, weil wir sind ja hier in so weit in Sicherheit. Die haben ja gar nichts zu essen hier. Und auch keine Zigaretten mehr. Ja, mal sehen, das wird die Stimmung aber trüben. Sollen wir jetzt erstmal hier oben lang? Okay, wir gehen erstmal hier oben lang. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist eine gute Idee. Warum auch immer. Hallo? Jackpot. Hier ist gar keiner mehr, oder? Ach, guck mal, das ist der Aufzug. Den hätten wir nehmen können, ne? Wir dann nach ganz oben? Sollen wir da gleich mal mit hochfahren, wenn das... Ist da hinten einer mit einer Raider-Rüstung? Also mit einer Power-Rüstung? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Na gut, dann würde ich sagen, ich beende diesen Part hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge und da werden wir uns hier mal weiter umschauen und gucken, was uns hier noch erwartet. Ich bin mal gespannt. Bis zum nächsten Part. Fallout 4. Ciao, Leute.